Fürstin Karlene, sie und Albert sich im Partnerlook. Fürst Albert, 64, und Fürstin Karlene, 45, haben an den Vorbereitungen für die Aktion 8 Mars Monaco, Internationaler Tag der Frauenrechte, teilgenommen. Hierbei haben die beiden Monegassen gemeinsam mit dem Künstler Mr. Vantias Werke geschaffen. Wie auch schon zuvor ihre Kinder, Prinzessin Gabrielle, 9, und Prinz Jacques, 9. Bei den erstellten Werken handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt, welches von 100 ZweitklässlerInnen aus dem Fürstentum initiiert wurde und das Thema Frauen und Sport aus der Sicht der neuen Generation in den Mittelpunkt stellt. Für den heutigen Anlass scheint sich das Königspaar vor allem modisch einig zu sein. Während Karlene zu einem zweireihigen, halbkurzen Mantel greift, entscheidet sich ihr Ehemann ebenso für einen etwas längeren, dunklen Mantel. Auch untenrum greifen beide zu einer dunkelblauen Hose. Nur Alberts hellgrauer Schal bricht den einheitlichen Look des Königspaares. Im Januar 2023 hatte Prinzessin Eugenie, 32, mit einem süßen Instagram-Post bekannt gegeben, dass sie erneut schwanger ist. Auf dem Bild umarmt ihr Sohn August, der 2021 zur Welt kam, ihren Bauch. Seitdem lässt sich Eugenie nur selten in der Öffentlichkeit blicken. Nun aber zeigt sich die britische Prinzessin bei einem Besuch in Mexiko. Und das Pünktchenkleid, das sie zu dem Anlass trägt, gewährt einen Blick auf ihren wachsenden Babybauch. Das Muster ihres Kleides versteckt die kleine Babykugel zwar ziemlich gut, trotzdem lassen sich die Rundungen erahnen. Das süße Kleid einer Londoner Modemarke kombiniert Eugenie mit dezentem Schmuck und einer Strohtasche. Prinzessin Beatrice, 34, besucht am gestrigen Dienstag ein Forschungslabor des Zentrums für Zellbiologie und Hautforschung in London. Das Outfit, das sie dabei trägt, ist nicht nur super elegant, sondern vor allem auch super günstig. Das Midi-Dress mit schwarz-weißem Muster ist nämlich ein absoluter Sale-Schnapper. Es ist von Topshop und der Originalpreis beträgt gerade einmal 40 Euro, im Sale nicht einmal mehr die Hälfte. Ob Bea es auch zum super Schnäppchenpreis von gerade einmal 22 Euro gekauft hat? Möglich. Mittlerweile ist es zwar ausverkauft, doch die Prinzessin scheint schnell gewesen zu sein. Zu ihrem eleganten Sale-Schnäppchen stillt die 34-jährige Boots mit Absatz, eine Prise Eleganz verleiht sie ihrem Look mit einem schwarzen Kurzbläser, der tailliert geschnitten ist. Mit ihrer Outfitwahl beweist Bea, dass es nicht immer Designermode sein muss. Auch diese Stars setzen auf preiswerte Eleganz. Farben, enge Silhouetten, Kleider, Hosenanzüge, mal schick, mal leger, Königin Letizia, 50, ist modisch überaus wandelbar. Bei ihrem Staatsbesuch in Angola mit Ehemann König Felipe, 55, zeigt sie sich am ersten und zweiten Tag in gleich zwei Hingucker-Looks. Während sie an Tag 1 in einem rosafarbenen Zweiteiler aus fließender Seide von Boss erscheint, setzt sie an Tag 2 auf eine körperbetontere Silhouette zum rosafarbenen All-Over-Look, kombiniert sie farblich passende Accessoires. Das Midi-Dress mit Polkadot-Muster von Tag 2 betont die zarte Figur der Königin. Es gewährt den Blick auf Letizias durchtrainierte Waden und Arme mit schwarzen Pumps, die einen recht hohen Absatz haben, betont sie ihre Weiblichkeit. Dazu stülpt sie eine strenge schwarze Handtasche, den Schmuck hält sie recht dezent. Gemeinsam mit den GrundschülerInnen der Grundschule St. John's CE in Bethnal Green sprach Catherine, Princess of Wales, 41, im Rahmen der Place-2-Woche zur mentalen Gesundheit über die Bedeutung von Beziehungen. Ihr Auftreten hat sie auf dieses bedeutende Event abgestimmt, im Ringelpullover begegnet sie den SchülerInnen auf Augenhöhe. In ihrem eleganten, aber dennoch legeren Streifenoberteil von Arket beweist sie, wie nahbar und bodenständig sie ist. Ihr Make-up hält die dreifache Mutter schlicht und ihre braunen Locken offen. Pfirsichfarbener Rouge und rosiger Lippenstift dürfen für ein dezentes Statement nicht fehlen.
totul peste cap. Că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar